Hey, lieber Freund, an die Obe, weil ein kleines bisschen an die Schech vertraue. Der Schech geht an mich und muss sagen, von mir ein Freund, muss es dort sein. Und mir ein Freund, heute frage ich mich, warum machst du immer mir von Jesus vertellen? Warum machst du mir immer dort sagen, was Jesus für mich getan hat? Warum machst du mir immer von jesuslichen Sachen unreden? Warum? Das ist gleich neidisch. Jeder eine wird sich uns selbst weiter. Okay. Gut. Gut. Mein Freund, erst dann mit mir spazieren. Dann, okay, er würde ein bisschen wieder rückgehen, vielleicht, und zu oben. Wenn er bei mir wäre, er würde sagen, vielleicht, er würde ein bisschen rückgehen, und sagen, vielleicht, den Wasserschlauch durchrühren. Da reicht der Großwasser, da er würde den Kronbett durchrühren. Und, außer er würde rückgehen. Wie das eine große, jaftige Schlange sein. Oh, wow. Der würde mich bieten, er würde sterben. Dann wird ja was, sei er gefährlich geschlagen. Er würde bis dahin auch wenn ich in den Training reingehen. Und sagte mir, war adult und spazier wieder mit meinem Freund. Statt sie wieder mit meinem Freund sei, dann wird er rückgehen. Oder einmal hätte er dann bewerben. Dann würde er gehen. Und dann, würde die Erde stoppen, dann würde er sagen, oh, hier ist eine große, jaftige Schlange. Dann würde ich bis dahin auch mal in den Training ankommen. Und dann würde er das sagen, bitte wie eine große, jaftige Schlange. Dann würde ich bis dahin, ja, ich weiß das, du wirst. Dann würde ich vielleicht fragen, warum sitzt er da nicht? Da tun wir Schlangen wir. Oh ne. Warum? Jeder eine ist für sich selbst. Warum will ich danach was sagen, dass du mir gerade schlagen wirst? Was hast du selbst hier? Was ich da mit Jesus? Wenn du nicht reingewaschen bist mit dem Blut von Jesus, dann bist du sehr in Gefahr, dass du wirst ewig in der Hölle gehen. Und dort, warum? Ich den Menschen dort mitteilen, was Jesus für mich getan hat und was Jesus auch für dich getan hat. Ich würde gewöhnlich zu meinen Freunden sagen, wenn die Bitte eine Grütze schlagen wird. Das würde ich dir sagen, dass es gefährlich wird. Und gleich zu sagen, das ist gefährlich, wenn du nicht mit Jesus gehst. Weil Gott ist der Einzige, der die Kraft hat, uns Menschen an der Hölle zu schmieden. Dazu rahmt ich den Menschen unrede, dass sie auch zu der Klarheit kommen, zu der Wahrheit kommen. Dass sie einsehen können, dass sie Sünder sind. Und dass sie mal Buße tun über ihre Sünde. Jesus, bekannt als Herr, Rara. Und Jesus ist da, die uns alle Sünde weichlassen können. Das ist der Punkt, wo ich den will mitteilen. Ein Mensch, die Gottes Segen verliert nicht. Das ist gefährlich. Ohne Jesus. Der Hall ist wörtlich. Denk daran. Das ist gefährlich. Gott mit dir.